vergessen habt, ich habe noch einen Haul für euch. Und zwar, ich habe bei Sinsay bestellt. Ich finde, die haben einfach wunderschöne Sachen. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal was fürs Baby bestellt. Aber euch noch keinen Haul abgedreht. Und jetzt dachte ich mir, hey, jetzt können wir euch einen Haul abdrehen. Und zwar, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Also es sind jetzt nicht nur Babysachen, es sind aber auch Babysachen dabei. Das hier zum Beispiel ist für meine Küche gedacht. Mit so Klebedinger, bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine Küche ein bisschen neu organisiert und das fand ich ganz cool. Und ja, da muss ich dann mal gucken, wie das aussieht oder wo ich es genau hinmache. Für meinen Eingangsbereich wollte ich eine neue Fußmatte und zwar diese hier, die fand ich ganz schön, so eine etwas flachere mit so einer Gummiding, wo es nicht immer wegrutschen kann. Ich habe nämlich vorne am Eingang habe ich so ein, wie nennt man das? Das klebt halt unten an die Türe hin, dass halt nicht so kalt reinkommt und auch keine Viecher und so, weil manchmal kommen da so große Spinnen rein, ich hasse das. Und genau, da habe ich eine etwas flachere gebraucht und ich hoffe, das haut mit der hin. Da muss ich jetzt dann auch gleich mal schauen, ob das funktioniert. So, jetzt kommen wir schon zu ein paar Babysachen. Ja, die machen wir jetzt mal zwischen rein. Und zwar, ich habe früher immer die Mumins geguckt. Ich weiß gar nicht, kennt ihr das noch? Ja, und wie ich im April war ich ja in England, also britische Insel, ne? Mit meiner Freundin. Und ja, da waren wir eben auch bei so einem Mumienhaus. Und ich weiß nicht, irgendwie wollte ich für meinen Kleinen unbedingt irgendwas mit Mumins haben. Da habe ich mich für den Pulli entschieden. Das ist so, ja, wie so ein Wickelpulli. Und die passende Hose. Ja, so süß. Genau. Das ist nur, die gab es nicht, also ich habe die nicht beide in der gleichen Größe mehr bekommen. Deswegen habe ich die Hose jetzt in 62 und den Pulli in 68. Ja, ich hoffe, das ist okay so, Stinky. Was machen wir hier? Dann lege ich das mal dahinter. Dann habe ich genau noch ein zweites Set, auch bestehend aus Hose und Pulli, bestellt. Und zwar, Leute, jetzt kommt es, ist auch so niedlich. Ich liebe ja Bambi. Und genau, da habe ich hier diesen goldigen Pulli bestellt. Was steht da überhaupt drauf? Little and Loved. Oh, so cute. Ja, und da ist der Pulli in der Größe 68. Und die Hose habe ich da eben in dem Set auch in der Größe 68 bekommen. Moment, ich mache es mal auf. Dann kann ich es euch zeigen. Stinky, was machst du? Und die Hose sieht so aus. Ah, ist das nicht total niedlich? Ich liebe es. Ich liebe es. Musste ich einfach beide Sets bestellen. Einmal mit Bambi und einmal mit Mumins. Genau. Dann war ein Pulli reduziert auf 1,99 in Blau. Fand ich auch super cute in der Größe 68. Diese hier. Einfach ein schöner blauer mit einer Zitrone vorne drauf. Wie gesagt, 1,99 € musste ich mitbestellen. Ja, den fand ich auch super cute. Und der hat die Größe 68. Also ich bestelle jetzt gar nicht mehr so viele kleine Sachen noch, wenn ich mich da tot kaufen könnte. Aber ich denke, ich nehme jetzt lieber so ein bisschen größere Sachen, die jetzt dann auch schon so nicht für den tiefsten Winter sind, sondern schon so leicht ins Frühjahr gehend. Könnte, naja, 3 bis 6 Monate, ich kann es immer schwer einschätzen. Aber wenn ich jetzt da drunter ein Body habe und das noch drüber, ja, ich denke, das müsste auch passen. Ja, werden wir sehen. Und dann wollte ich noch mal eine Kuscheldecke. Also ich habe eine dickere, die nehme ich auch, denke ich, mit ins Krankenhaus. Ich wollte aber noch eine, ja, für den Wickeltisch irgendwie, weil ich finde, dass der Wickeltisch so kalt ist. Ah, die ist aber ziemlich dünn. Ja, in so einem ganz, ganz einfachen Grau. Ja, die ist jetzt nicht ganz so dick wie die andere, aber für einen Wickeltisch könnte es ganz gut funktionieren. Ich weiß natürlich nicht, ob das eine gute Idee ist, auf dem Wickeltisch ja, so eine Decke drauf zu machen, ne? Weil wenn dann doch was daneben geht, muss man sich jedes Mal waschen. Aber ich finde halt diese Oberfläche so kalt. Ja, hat jetzt die Maße 70 x 100 cm. Ja, ich finde es auf jeden Fall schön. Grau, finde ich, geht immer ganz neutral.
Ja, muss ich mal gucken, was ich jetzt, wie ich das mache. Ich kann es einfach mal testen, wenn es gar nicht funktioniert. Lege ich halt nichts mehr drauf. Dann, ja, das fand ich auch so super cute. Ich musste es bestellen. Schrecklich, wenn da die Babysachen nicht alle so süß wären. Und zwar ein Strampler, Langarm in der Größe 62, den musste ich bestellen. Schaut mal, ah, in so einem Poloschnitt. Mit so einem gestickten Bärchen drauf. Ja, musste ich bestellen. Das musste ich einfach haben. Ich fand es so cute. Ja, so süß. So schöne Knöpfchen. Schon auch schön aus. Und das Bärchen da. Ja. Also den musste ich auch in der 62 noch bestellen. Ja, dann geht's weiter mit. Keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Oh, das klingt aber irgendwie kaputt. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Das klingt irgendwie zerstört. Ah, nee, doch nicht. Ach, ich weiß, was es ist. Ach ja, voll gut. Ja, wirklich gut. Und zwar, ich mache es dann mal auf. Stimmt, was ist deine Mission? Und zwar, ihr wisst ja, ich liebe Roségold. Und da fand ich das hier. Ah, ist das nicht schön? Das will ich auf meinen neuen Küchentisch stellen. Salz, Pfeffer. Ja, das habe ich dann immer griffbereit. Ja, das finde ich richtig schön. Ist das nicht schön? Ah, ich finde, es schaut schön aus, doch. Gefällt mir gut, kommt wie gesagt auf meinen Küchentisch. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist das schwer. Was das hier ist, was ich noch bestellt habe. Ja, das finde ich auch immer so. Pakete sind einfach immer Überraschungen. So, sorry, Stinky. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt auf. Schauen wir mal. Stinky, leih mir mal deine Krallen. Dann kriegen wir das auf. Nee, es geht. Es geht. Wir kriegen es auf. Und jetzt bin ich gespannt, was da drinnen ist. Ah, das geht so schwer auf. Ah. So, gleich haben wir es. Geduld, Geduld. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ja, auf die freue ich mich auch total. Ich liebe ja Kerzen. Ich liebe Kerzen über alles. Und ja, ich war ganz streng. Ich hätte da nämlich am liebsten alle Varianten bestellt. Und ich habe mir jetzt eine einzige. Sorry. Oh, sorry. Ui, beschlagen. Eine einzige habe ich mir gedacht, dürfe ich mir raussuchen und ich habe mich für die entschieden. Cherry and Vanilla Almond. Jetzt muss ich aber trotzdem mal riechen, weil das konnte ich natürlich online nicht. Oh Gott, ich krieg's gar nicht auf. Das ist so eine große. Wie viel ist das? Sieht man das da, wie viel das ist? Nee, vielleicht steht es da vorne. Oh, das ist schon so eine große. Seht ihr das so? Vergleich zu meinem Kopf. Also schon so eine richtig schöne große. Oh, und jetzt versuchen wir das mal zu öffnen. Ich will doch nur dran riechen. Wieso kriege ich es nicht auf? Oh, mein Gott. Ah, wir haben es geschafft. Oh ja. Riecht gut. Ja, schön, dass ich mich für die entschieden habe. Schaut natürlich auch schön edel aus mit diesem goldenen Deckel, ne? Ja, also das ist wie gesagt die Variante. Die haben ganz viele. Ah, da gab es natürlich auch Pumpkin Spice. Ach Mensch, die würde ich am liebsten mir auch noch holen. Ja, vielleicht hole ich mir die noch, wenn es die noch gibt. Mal gucken. Ja, also, das ist so das letzte Teilchen jetzt. Und ja, das waren alle Sachen. Also ganz so viel war es jetzt dann doch nicht. Ich war ja eigentlich doch ein bisschen Gras. Und ausgewogen, Teil für einen kleinen Mann und einen Teil für mich. Ja, passt schon, oder Ivy? Mausel. Ja. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Schreibt mir doch in die Kommis, was findet ihr von den Sachen irgendwie am coolsten oder am interessantesten? Würde mich noch interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.